So, Kompressor-Kühlbox. Kompliziertes Thema oder allgemein Kühlbox. Es gibt ja, sag ich mal, drei große Familien, drei Kategorien. Und ja, ich habe mich für eine Dometic CFX3 45 entschieden. 45 Liter ungefähr Fassungsvermögen, ist eine Kompressor-Kühlbox. Und die wollte ich heute einfach mal vorstellen. Werde ich jetzt ein bisschen was zu erzählen. Meine ersten Eindrücke, erste Erfahrungen, ein bisschen was zeigen. Legen wir mal los. Also ich habe die Kühlbox jetzt momentan bei mir im Auto verbaut, habe den Kofferraumauszug gebaut und bei mir wird die dementsprechend meistens über 12 Volt betrieben. Hat einen 230 Volt Anschluss, ganz normal mit Netzteil, ist aber integriert, also einfach nur per Kabel anschließen. Und ansonsten ja über 12 Volt, 24 Volt betreibbar, über Gas nicht. Also ist eine reine Kompressor-Kühlbox, keine Absorber, wie man die jetzt vielleicht aus dem Wohnmobilbereich kennt. Die sind ja auch oft noch mit Gas betreibbar. Die sind allerdings nicht ganz so effizient oder arbeiten nicht so effizient wie eine Kompressor-Kühlbox. Dann gibt es ja noch die mit Peltier-Elementen, also eine thermoelektrische Kühlbox. Das ist so die dritte Kategorie, aber die ist eigentlich am uneffizientesten und sag mal, es ist ja gerade Leute, die viel unterwegs sind, die ja, auf Reisen gehen, die Zeit draußen verbringen, die sind ja stromtechnisch meistens begrenzt unterwegs. Viele haben eine Zweitbatterie, eine Bordbatterie und noch vielleicht ein Solarpanel. Und das ist schön, wenn man natürlich nicht so viel Strom verbraucht. Ja, die Kühlbox ist angegeben mit bei 12 Volt und 30 Grad Temperaturunterschied zur Umgebung oder knapp 30 Grad ist sie angegeben mit einem Verbrauch von 1,03 Amperestunden. Pro Stunde ist natürlich von der Größe der Kühlbox abhängig und das bezieht sich auch, denke ich, auf jetzt nicht immer auf zu, sondern im geschlossenen Zustand mit Sachen drin, die schon auf Temperatur sind. Also wenn der runterkühlen muss, dann frisst er natürlich wesentlich mehr Energie, wenn der Kompressor durchläuft in dem Moment. Sobald die Temperatur erreicht ist, schaltet er auch ab. Ja, wenn man jetzt, sag ich mal, ein Wohnmobil hat, mit Landstromanschluss und man betreibt über 12 Volt, der hat hinten halt zwei Eingänge. Der erkennt, sobald der Landstrom anliegt oder 230 Volt, switcht die Kühlbox direkt um, zeigt auch vorne im Display an, was der jetzt gerade für eine Stromquelle hat. Allgemein Bedienung, gehe ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, Anzeige etc. Von der Verarbeitung her top. Ist für einen Outdoor-Gebrauch designt, also die kann das ab, im Kofferraum ein bisschen durchgeschüttelt zu werden. Man sollte die natürlich fixieren, ich habe die jetzt hier mit dem Gurt fest. Schöne stabile Aluminium-Tragegriffe, wiegt ungefähr leer, wiegt die schon ja, 18-19 Kilo, kommt halt durch den Kompressor etc. Da kommt schon ein bisschen Gewicht zusammen. So, werfen wir mal einen Blick auf die Bedienung und aufs Display. Hier jetzt sieht man gerade momentan oben nur eine kleine Schneeflocke, das symbolisiert einfach, dass die Kühlbox mit Strom versorgt ist und in Betrieb ist. Also jetzt gerade hört man wahrscheinlich auch, läuft der Kompressor, ist natürlich keine lautlose Kühlbox, dadurch, dass da ein Kompressor verbaut ist, der immer Kältemittel verdichtet, hört man den auch. Jetzt wird sie gerade wieder abgeschaltet. Und wenn sie abschaltet wird, braucht ihr natürlich auch so gut wie gar keinen Strom. Ne? Dann kommt es darauf an, ob man da viel warme Sachen reinstopft oder nicht. Dann läuft die natürlich mehr. So, wenn wir mal hier einen Knopf drücken, zeigt sie oben links in der Ecke an. DC 12,1 Volt, also Gleichstrom 12,1 Volt, liegt an der Batterie an. 3 Grad Celsius, das ist die aktuelle Temperatur. Dann sieht man noch hier so einen weißen Rahmen. Das ist quasi ja, der Innenraum selber von der Kühlbox. Und hier unten rechts sieht man leicht grau, ich hoffe, das erkennt man, einen grauen Punkt. Der symbolisiert quasi den Kompressor. Und sobald der Kompressor auch an ist, leuchtet der Punkt. Hier links ist der Power-Button. Gedrückt halten kann man sie ausschalten. Fährt sie runter. Jetzt ist sie quasi aus, kühlt auch nicht mehr. Und dann einfach sonst wieder einschalten, ist nach einer Sekunde wieder da. Wenn man nur einmal drückt, ist das der Zurückknopf für Menü. Ganz links haben wir noch einen USB-Anschluss. 5 Volt, 2 Ampere müssen das sein, einfach Handys zu laden, Taschenlampen, wie auch immer. So, rechts haben wir den OK-Knopf, damit kommen wir ins Menü. Dann können wir als erstes an erster Stelle die Temperatur einstellen. Die steht jetzt gerade auf 3 Grad, kann man von plus 10 bis minus 22 Grad kann die Kühlbox runterkühlen. Muss man natürlich schauen, was man braucht, aber wenn man mal TK-Ware hat oder weiß nicht, wenn
wenn man angelt und Fisch einfrieren will und den mitnimmt etc., dann kann man damit auch Sachen einfrieren. Ist offiziell nicht dafür gedacht, um Sachen einzufrieren, sondern eher um Temperatur zu halten. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wo da unbedingt das Problem ist, damit Sachen einzufrieren. Ich habe einen Test gemacht mit Thermometer, gegengemessen, also minus 22 Grad erreicht die auch aus eigener Kraft. Also erreicht sie das, was auch beworben ist. Dann gibt es noch einen Batterieschutz, also Battery Protection. Der steht jetzt auf Low, weil ich gerade keine Bordbatterie bzw. nicht die Starterbatterie aus meinem Auto verwende, sondern eine zusätzliche Batterie. Und die schaltet dann, ich glaube, bei 10,8 Volt wird abgeschaltet, einfach damit die Batterie nicht tiefenentladen wird. Auf Medium ist das ein bisschen mehr und bei High, ich glaube schon bei 12 Volt wird abgeschaltet. High und Medium ist, wie gesagt, wenn man die Starterbatterie benutzt, damit man dann nicht am nächsten Morgen das Auto nicht mehr starten kann, sondern dann ist immer noch genug Strom drin, um das Auto zu starten. Funktioniert auch auf jeden Fall. Dann hat die Kühlbox Bluetooth und WLAN. Ich habe die jetzt mit Bluetooth verbunden mit dem Handy. Da gibt es noch eine App, da werde ich gleich auch nochmal drauf eingehen. WLAN ist genau das gleiche. Display, ja, kann man Helligkeit einstellen. Ich habe es jetzt mal ganz hoch, damit man was sieht. Und dann kann man noch einstellen zwischen Celsius oder Fahrenheit als Anzeige. Habe ich jetzt hier natürlich auf Celsius. Gut, ich stelle mal die Temperatur kurz ein bisschen runter. Dann übernimmt er das, blinkt kurz, wenn man zurückgeht. Zeigt er die aktuelle Temperatur an und dann müsste jetzt auch gleich der Kompressor anspringen und hier unten die weiße Lampe angehen, weil der jetzt ja noch mal 3 Grad runterkühlen soll. So, jetzt ist die Lampe an, Kompressor läuft, man hört es auch, Spannung bricht ein bisschen ein, ist jetzt noch mit 11,5 Volt, 11,2 Volt angegeben, die Batterie ist jetzt aber auch nicht mehr allzu voll, ist natürlich klar, die zieht unter Last gemessen ungefähr 5 Ampere, also sagen wir mal 60 Watt, wenn der Kompressor gerade unter Volllast läuft. Ich stelle das jetzt aber mal wieder ein bisschen hoch, damit wir hier Ruhe haben. So, jetzt müsste der Kompressor wieder abschalten. Ja, man hat hier so schöne Einsätze, Körbe, die sind rausnehmbar, dann kann man die befüllen und auch die Kühlbox waschen. Da ist jetzt auch ein bisschen Dreck drin. Unten am Boden ist ein Propfen. Da läuft dann das Kondenswasser, kann man da ablassen etc. So, ja, die Kühlbox hat 45 Liter Volumen, Fassungsvolumen, ich glaube netto nutzbar sind 40 Liter. Dann hat man hier noch so einen Abtrenner, einen Divider, den kann man auch herausnehmen, je nach Bedarf. Ich lasse ihn jetzt erstmal drin. Und hier oben hat man noch ein kleines weiteres Fach. Oben ist natürlich immer ein bisschen wärmer als unten. Ist klar, die Kälte steigt nach unten, aber die Kühlung selbst, die arbeitet an den Wänden. Sieht man es auf dem Video wahrscheinlich nicht, aber hier sind quasi so kleine Kanäle, da läuft das Kältemittel durch und ja, so gesehen wird gleichmäßig das ganze Compartment gekühlt. Hier vorne haben wir noch eine LED verbaut. Die ist natürlich auch nur an, sobald der Deckel auf ist. Im geschlossenen Zustand schaltet die ab. Für den Deckel, wenn man den einfach fallen lässt, ist er nicht ganz zu. Muss man einmal drücken. Rastet der ein. Aber dadurch, dass der erkennt, wenn der Deckel geöffnet ist und man die App benutzt, muss man natürlich nicht, aber falls man die App benutzt, dann sagt er auch, der Deckel ist noch auf, sprich nach einer Zeit. Ansonsten auch sogar eine Warnung aus. Werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die App. Hier haben wir auch einmal die aktuelle Temperaturanzeige. Kann man streichen, kann man die auch verändern. Hoch bis 10 Grad, ist genau das gleiche oben, steht auch. Gleichstrom, 11,2 Volt, sagt die Spannungsversorgung gerade. Und was ganz schön ist, hier hat man das auch grafisch dargestellt. Immer in stündlicher Übersicht, da hat man so einen 10-Minuten-Takt. Der weiße Balken bildet quasi die Temperatur. Oder der weiße Graph und die orange Balken zeigt den Stromverbrauch an. Ansonsten kann man auch hier sonst alles umstellen, die Batterie-Protection einstellen. Oder den Batterieschutz, Temperaturalarm kann man sich hier einrichten, dann wird ein Alarm ans Handy gesendet, sobald die Temperatur 5 Grad plus oder minus von der eingestellten abweicht, aber ich denke mal, es sollte nicht 5 Grad kälter werden als eingestellt. So, auch hier kann man natürlich die Temperatureinheiten umstellen und ja, im Endeffekt ist es genau das gleiche, man kann auch die Kühlbox hier ausschalten und auch wieder sogar tatsächlich hierüber einschalten, solange die noch mit Strom verbunden ist, sonst ist es natürlich schlecht.